So, guck mal hier. Jetzt haben wir hier Hubschützenanlage, hat der Sebastian in Betrieb genommen. Guck mal, die ist sogar per App steuerbar. Hat der Sebastian jetzt hier. Gib mal dein Handy-Telefon-Dings da, Bums da. Guck mal hier, haben wir jetzt schön. Automatische Nivellierung haben wir, glaube ich, schon eingestellt, ne? Die 1, ja, Level 1. Die 1. Jetzt müssen wir ein Auto Level 2 machen, wir nur leicht runterfahren, Tangentleerung stabilisieren. Da müssen wir jetzt alles machen. Können jetzt hier auch manuell mal machen. Sagen wir nur die beiden vordersten ausfahren. Jetzt hört man, ich weiß nicht, ob man das hört. Aber man sieht es jetzt. Ja, genau. Kann man hier über die App ausfahren. Oder der Sebastian kann das hier mal zeigen. Auch gehen wir auf manuell einfach nur zum Zeigen dem Sebastian. Ausfahren? Nein. Automatik jetzt quasi nur. Automatik, da. Genau. Manuell. Und da kann der jetzt auch, also der Kunde kann es per App machen. Aber er kann es auch weiterhin am Display machen. Ich finde das immer schöner. Die Stützenanlage, wenn man die quasi hier installiert hat, kann man die entweder manuell fahren. Oder man kann sie im Automatikmodus fahren. Ne? So, jetzt steht hier auch Achtung oder nicht Achtung, aber Steuerung über Display. Ne? Echt klasse. Musst du dich da irgendwie einwählen, Sebastian, mit der App? Ja, ne? Du musst die App installieren, ganz normal. Und dann hier bestätigen. Ne? Und dann hast du hier, hast hier so ein Symbol, das ist ja auch neu. Jetzt quasi auf das Handy und dann hast du ein Aktivierungsbild. Diese zwei Symbole. Genau, dass kein Fremder von der Ferne dich da aus dem Bett schaukeln kann. Ne? Das ist natürlich. Jetzt kann man hier hingehen. Machen wir jetzt einfach mal. Haben wir die Link? Warte. Auto Level 1. Ne? Niveau wird reguliert. Jetzt können wir das gleich sehen. Weil es ist ein Keilfahrwerk. Jetzt hebt er vorne gleich etwas mehr an, das Fahrzeug. Hast du den Reifen da mitlaufen? Dann kann man das sehen. Ja, wir haben schon geprüft, ist alles dicht, läuft astrein. Einfach eine stabile Anlage. Guck mal, jetzt hebt er den vorne ein bisschen aus den Federn. Stellt ihn jetzt ein bisschen frei. So. Jetzt sagt er hier, Nivellierung abgeschlossen. Wir haben das hier mit der Wasserwaage, eine geeichte Wasserwaage, haben wir das eingerichtet. Und jetzt steht das Fahrzeug gerade. Und ja, Drücke, alles haben die Jungs schon eingestellt. Jetzt. Ist das wirklich, wenn man sieht, wie sauber alles hier runterläuft, die Stützenanlage, ob man das jetzt per App braucht oder nicht, ist jetzt schön stabil, wenn man läuft, klar, ist einfach eine saubere, ordentliche Geschichte. Ich wollte es nicht mehr missen, ist eine klasse Geschichte und sowieso, das Auto ist echt klasse geworden. Wir zeigen sofort nochmal eben das Batteriefach da drin, beziehungsweise das Verteilungsfach. Batterien haben wir ja gezeigt. Das ist echt klasse geworden. Jetzt kriegt das Fahrzeug noch Unterbodenschutz. Der Kunde sagt, es ist ein neues Auto. Einmal vor das Paket schützen. Dann haben wir das fertig. Ja, das war's von den Stützen. Jetzt gehen wir sofort rein und zeigen euch noch das Batteriefach. Ja, Philipp, guck mal hier, das wollte ich noch zeigen. Batterien haben wir ja gezeigt. Hier waren früher so eine, ich glaube, so eine Moped-Batterie, so ein 70 Ampere Batteriechen drin. Und jetzt haben wir hier schön quasi die Verteilungsfach gebaut, die Sicherung, dass der Kunde hier gut drankommt, Booster, Solarrichter, haben wir hier richtig schön fein in das Bodenfach installiert. Sieht klasse aus, finde ich. Die Jungs wieder eine 1A Arbeit abgeleistet. Wieder ein tolles Projekt, was wir fertiggestellt haben. Das war's hier vom Leica Kreas und der Hubschützenanlage. Wie gesagt, haben sich noch einige gemeldet am Samstag. Wir gehen alle nach und nach durch, bringen ein bisschen Zeit mit. Ich gucke mir das an mit den Hubschützenanlagen und dann können wir da direkt Preise, Termin, alles für fertig machen. Wir sehen uns am 10.